Von einer Verfassung der Freiheit, wie sie Hayek vorschwebte, sind wir weit entfernt. Man möchte fast froh sein, dass er das nicht erleben muss. Hayek hat zwar über die europäische Integration an sich nicht so sehr viel geschrieben, aber natürlich kann man seinen Schriften eine Menge entnehmen, eine Menge Grundprinzipien, die er durch die Brille seiner Verfassung der Freiheit gelegt, natürlich auch in Europa verwirklicht sehen würde, über den Grundgedanken des gemeinsamen Landes hinaus. So ist kaum vorstellbar, dass er eine gemeinsame Währung für eine wirklich gute Idee halten würde, es sei denn, sie habe sich von selbst im Wettbewerb durchgesetzt. Eine gemeinsame Finanzpolitik wäre ihm sicherlich ein Graus, sowohl auf der Ausgabenseite wie auch auf der Einnahmenseite. Angesichts des aktuellen Befundes wäre Hayek wohl enttäuscht von Europa und nicht nur er.